So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Heute mit meinen Errungenschaften vom Prime Day. Ich muss sagen, der Prime Day war dieses Jahr wirklich sehr, sehr brauchbar, wenn ich da mal an die vergangenen Jahre denke. Da war wirklich waren große Enttäuschungen dabei, was Preisrabatte anging. Aber diesmal fand ich das alles sehr ja, human und dementsprechend habe ich dann auch zugeschlagen. Fangen wir gleich mal an. Wir haben hier ein Double Feature mit Clint Eastwood, der Mann aus San Fernando und mit Vollgas nach San Fernando. Da spielt er wohl mit so einem Schimpansen. Ja, ist denke ich solide Sonntagnachmittag-Unterhaltung und Clint Eastwood geht ja immer. Und hier ein einfaches Zwei-Disc-Set von Warner. Dann haben wir hier Raimund Harmsdorf als der Seewolf. Den Film wollte ich, als beziehungsweise das ist ein TV-Vierteiler, den wollte ich unbedingt sehen, seit ich Harmsdorf in dem tollen 70er-Jahre-Film Blutiger Freitag gesehen habe. Da spielt er absolut genial, hat eine unglaubliche Präsenz und das hier ist einer seiner anderen Klassikerrollen. Und was ja kurios ist, ist, dass er immer synchronisiert wurde. Bei Blutiger Freitag hatte er die Synchronstimme von hier Clint Eastwood aus Dirty Harry, was saugut zu ihm gepasst hat, aber was auch ein bisschen strange ist halt, wenn du als deutschsprachiger Schauspieler trotzdem noch drüber synchronisiert wirst, weil die Produzenten deine Stimme nicht für ja einschüchternd genug halten. Und ja, hier ein einfaches Zwei-Disc-Set im Keepcase mit Wendecover. Die Erstauflage war wohl ein Digipack im Schuber mit Booklet. Das haben wir jetzt hier nicht. Aber dafür eben hier die Budget-Variante. Und ich habe mal reingeguckt. Die Bildqualität scheint mir okay zu sein. Allerdings im Filmkorn habe ich jetzt nicht mehr so viel entdecken können. Wurde als anscheinend schon viel weggeschrubbt, was ein bisschen schade ist. Aber ja, ich freue mich drauf. Dann haben wir hier Megacop auf DVD mit Michelle Yeoh und Jackie Chan. Und ja, das Ganze ist ein Spin-off zu Supercop, beziehungsweise nicht Supercop, Police Story 3. Einer der letzten richtig guten Police Story-Filme von Jackie Chan in meinen Augen. Und ja, hier kriegt sie quasi die Hauptrolle. Sie war ja auch mit das Highlight Michelle Yeoh in Police Story 3. Unglaubliche Stunts und es ist auch derselbe Regisseur. Und ja, hier haben wir jetzt eine Budget-Variante, beziehungsweise ja, eben DVD ohne großen Schnickschnack, kein Booklet oder ähnliches dabei, dafür ein Wendecover. Es gibt eine deutsche Synchro, da habe ich mal kurz reingehört, die klingt aber richtig übel. Und auch die Bildqualität ist nicht wirklich gut, also hoffen wir mal, dass das irgendwann ein richtiges HD-Master kriegt. Und ja, es ist aber auch eine kantonesische Tonspur dabei. Da gibt es dazu dann englische Untertitel, deutsche Untertitel gibt es nicht. Aber ja, die deutsche Synchro nicht wirklich gut. Ich glaube, die würde ich mir da nicht antun wollen. Dann haben wir einen weiteren Anime, und zwar ein Brief an Momo von Hiroyuki Okiura, dem Regisseur unter anderem von Chihiro, die Wolfsbrigade. Ja, es scheint richtig toll animiert zu sein. Hier eben aufgelegt von Universum Film, die heute ja Leonine heißen oder Leoni. Und ja, Booklet oder so scheint nicht dabei zu sein. Und auch das Bonusmaterial sehe ich jetzt hier nicht so wirklich. Was ein bisschen schade ist, dass da nichts groß dabei ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Film, habe viel Gutes gehört. Und ja, der Regisseur unter anderem ja an dem Ur-Ghost in the Shell beteiligt und so. Also der hat schon richtig Ahnung, wie man animiert. Und ja, freue ich mich einfach drauf. Dann haben wir hier Death Note Light Up the New World. Das ist quasi der vierte Film der Death Note Live-Action-Verfilmung. Die ersten drei Death Note-Filme sind ja übelster Trash. Kommen bei weitem nicht an ja, die Meisterhaftigkeit der Anime-Vorlage heran, beziehungsweise der Manga-Vorlage. Ich hatte jetzt aber trotzdem einfach mal wieder Lust, in diese Death Note-Welt einzutauchen. Zumal der Regisseur hier verantwortlich zeichnete für I Am a Hero und den Guns Live-Action-Verfilmungen, die trotz ihres Trash-Faktors auch irgendwo Spaß gemacht haben. Ähnliches erhoffe ich mir tatsächlich hier.
Ja, hier ist noch ein 28-seitiges Booklet dabei, Poster, Sticker, also ein ordentliches Paket und wie ich finde auch ein richtig cooles Design hier. Es ist kein Steelbook in dem Sinne, ne, sondern so ein Future Pack. Man sieht das hier an der Seite, sprich die Budget-Variante eines Steelbooks. Aber ja, habe ich auf jeden Fall große Lust drauf und bin ich mal gespannt. Und so, dann kommen wir noch eigentlich zu meinen beiden Highlight-Käufen. Und zwar Ghost in the Shell Standalone Complex, die beiden Serienstaffeln zum Ghost in the Shell Franchise von Nippon Art aufgelegt. Hier schön als Digipack im Schuber mit Booklet. Ja, seit ich eben den Ur-Ghost in the Shell rewatcht habe, hatte ich unglaublich Lust, mir die Reihe hier anzugucken. Aber die war jetzt immer noch in einem Preissegment, wo ich dachte, nee, da wartest du noch. Und jetzt gab es eben beide zu einem sehr, sehr annehmbaren Preis und da habe ich dann auch gleich zugeschlagen. Habe auch schon mal in die ersten Folgen reingeguckt, beziehungsweise mir die angeschaut und ja, es fängt sehr gut die Stimmung der Vorlage ein, finde ich. Klar, es ist bei weitem nicht so detailliert animiert, aber das war natürlich auch one of a kind. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist das hier trotzdem für ein Serienbudget immer noch sehr schön animiert. Der Soundtrack ist super und die ganze Atmosphäre und Stimmung. Und auch die Synchronsprecher scheinen aus dem Film übernommen zu sein. Also ich schaue mir die Serie tatsächlich jetzt auf Deutsch an, weil ich die Stimmen gut finde, obwohl ich ja sonst immer ein Originalton mit Untertitelverfechter bin. Aber ich mag die deutschen Stimmen. Und was ein bisschen schade ist, bei manchen Kameraschwenks ist so ein starkes Ruckeln. Und das liegt wohl daran, dass die Serie in 1080i und mit einer anderen Bildwiederholungsrate eigentlich erschienen ist und dann falsch ja, transferiert wurde in 1080p mit 24 Bildern pro Sekunde. Daher hat man dieses Ruckeln. Wenn das Bild natürlich statisch ist und nur Mundbewegungen sind, fällt das Problem nicht auf und es ist auch nicht bei allen Kameraschwenks. Aber bei manchen hast du schon richtig böses Nachziehen bzw. Doppelkonturen. Was echt schade ist. Stichwort schade. Amazon verschickt ihre Sachen natürlich nach wie vor nur in so einem Luftpolster, nicht mal Luftpolsterumschlag, in so einem Pappumschlag. Und ihr seht das hier. Man hat dann hier so total eingedellte Stellen und so. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich mir nochmal Ersatz bestelle, weil man möchte ja doch, dass das Ganze ein bisschen was hermacht im Regal. Und wenn das halt dermaßen ja, eingedrückt ist, finde ich schon sehr, sehr ärgerlich. Naja, muss ich mal gucken. Aber auf die Serie freue ich mich jetzt auf jeden Fall extrem. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Kurz und knapp. Sieben Dinge sind es dann tatsächlich geworden. Ich habe nicht ganz so übertrieben, waren noch ein paar andere Sachen, die mich interessiert hätten, aber wo ich mir denke, da wartest du noch. Und ja, ich denke, es ist ein bunter Mix und hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und ich hoffe, ihr hattet auch einige Schnäppchen für euch, die ihr finden konntet. Und ja, danke fürs Anschauen. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und Servus.